Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Organisatoren, ich freue mich, dass ich hier noch sprechen darf. Sie haben Wache ausgehalten und ich habe normalerweise immer als Kind gesagt, ich habe nicht immer das letzte Wort. Heute habe ich fast das letzte Wort und darf das sogar haben. Insofern fühle ich mich eigentlich sogar ein bisschen privilegiert, dass ich das tun darf. Ich möchte Ihnen vor dem Hintergrund folgender Veröffentlichungen und meiner Beschäftigung hier einige Gedanken vortragen. Ich habe im Jahr 2000 angefangen, mich mit dem Thema des Machtmissbrauchs und des sexuellen Missbrauchs, insbesondere durch professionelle Institutionen, beschäftigt. Im Jahr 2002 habe ich dann mit Jörg Fregert ein Buch dazu veröffentlicht, was wir 2006 überarbeitet haben. Damals sind wir nicht gut angeguckt worden, weil man dachte, das Thema sei ein marginales Thema. Im Jahr 2010 ist dann der runde Tisch zu sexuellem Missbrauch in Deutschland eingerichtet worden, wo ich die Möglichkeit hatte, als unabhängige Wissenschaftlerin mitzuarbeiten. Da bin ich berufen worden und mit dem Jörg Fregert habe ich im letzten Jahr ein Kompendium zu dem Thema sexueller Missbrauch in Institutionen veröffentlicht, wo wir das, was State of the Art zumindest in Deutschland ist, mal zusammengetragen haben und veröffentlicht haben. Ich spreche auch vor dem Hintergrund eines Projektes, an dem wir derzeit arbeiten und da war erproben, das ist das Projekt ECHWAT. Es geht um die Entwicklung eines E-Learning-Curriculums zur ergänzenden Qualifikation in Traumapädagogik, Traumatherapie und Entwicklung von Schutzkonzepten und die Analyse von Gefährdungsrisiken in Institutionen. Und als zweites Projekt, wo es um Schutzkonzepte aus der Sicht von Jugendlichen und Betreuungspersonen geht, wo ich ein paar Aussagen zu treffen werde. Was ich Ihnen sagen will, und insofern werde ich da vielleicht mit einigen Aussagen auf den Sack für heute zumachen können, ich möchte noch mal ein paar Gedanken zu Missbrauchs, Skandal und die Auswirkungen auf Organisationen ganz knapp aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive sagen, was Schutzkonzepte und Gefährdungsanalysen eigentlich sind und wie sie helfen sollten. Und dann geht es um einige Implementationsführer bei der Umsetzung von Schutzkonzepten in Organisationen und dann um einige Herausforderungen. Wie Sie sehen, werde ich mich um Organisationen auch, werden sich einige Aussagen geben, weil die Organisationen heute in ihrer derzeitigen Verantwortung noch gar nicht so im Fokus standen. Ein erster Punkt, Schutz und Sicherheit von Mädchen und Jungen in Organisationen der Erziehung und Bildung, aber auch der Gesundheit, sind seit dem Missbrauchsskandal in Institutionen neue Themen. Und zwar in verschiedener Hinsicht, nämlich einerseits im Generationenverhältnis, also zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen. Sie haben vorhin aufgebracht, dass es auch ein Thema ist zwischen den Peers, ja, das ist eigentlich das fast bedeutendere Thema, aktuell muss man sagen. Und es hat aber auch Fragen aufgeworfen im Peer-Verhältnis der professionellen Unternehmen. Ja, also wie haben die das eigentlich untereinander verarbeitet oder wie verarbeiten sie es untereinander oder eben auch nicht. Es gibt auch einige Problemanzeigen. Das Thema des Machtmissbrauchs durch professionelle Organisationen hat einen Generalverdacht ausgelöst. Also insbesondere was Männer anbelangt, da haben wir in Deutschland einige Probleme mit. Ein bisschen scheint es hier auch durch. Es gab ja heute so ein bisschen ein Bashing auch von Blumenämtern. Also da muss man auch aufpassen. Generalverdacht gegen Institutionen grundsätzlich, aber auch gegen bestimmte Berufsgruppen. Es hat aber auch große Handlungsunsicherheiten aufgrund von fehlenden Wissens und Könnens bei allen aktuellen Organisationen geführt. Also Organisationen wissen auch nicht, wie man mit solchen Fällen aus der Vergangenheit, aus Altfällen, aber wie man auch mit aktuellen Fällen eigentlich professionell umgehen muss.
Eine weitere Problemanzeige ist der Vertrauensverlust, der hier schon ein paar Mal angesprochen wurde. Also wenn man nach der Sabine Wagenblass differenziert in Systemvertrauen, in spezifisches Vertrauen in Organisationen oder in Personen und auch in persönliches Vertrauen, dann muss man eigentlich sagen, dass diese Fälle alle dazu geführt haben, dass es zu einem Vertrauensverlust auf all diesen Ebenen in die Organisation, aber auch in die Behörden, aber auch in die Professionellen selber gegeben hat. Es gibt eine weitere Problemanzeige. Mitglieder in Organisationen werden zu vulnerablen Gruppen. Das heißt, sie sind verletzbar, weil sie verletzbar gemacht werden. Und zwar werden sie verletzbar gemacht durch Machtasymmetrien, die bestehen zwischen Professionellen und Abhängigen, aber auch aufgrund fehlenden Orientierungswissens, also implizite und explizite Regeln. Es geht auch um das kollektive Gedächtnis, also das heißt Grenzen des Sagbaren und des Machbaren, auch aufgrund von Entscheidungsmacht von Professionellen gegenüber Kindern und aufgrund des Vertrauensvorschusses gegenüber Professionellen, weil, das wurde ja auch heute schon gesagt, Professionelle in jeder Disziplin eigentlich einen hohen Vertrauensvorschuss von dem ausgehen können, weil man ihnen ja nicht unterstellt, dass sie irgendetwas machen. Wir gehen inzwischen davon aus, von drei höchstpersönlichen Rechten von Kindern und Jugendlichen, die eigentlich bestehen sollten. Wir würden es so sagen, dass Kinder und Jugendliche eigentlich die drei Rechte, nämlich von Choice, Voice und Exit haben sollten. Wenn wir uns die Altfälle, aber auch aktuelle Fälle angucken, können wir sehen, dass Kinder genau diese drei höchstpersönlichen Rechte eigentlich nie haben. Es geht nämlich einerseits um das Recht, eine Wahl überhaupt zu haben, in welcher Situation ich mich eigentlich befinden möchte. In vielen Fällen haben Kinder nicht diese Wahl und können diese Wahl nicht treffen, weil sie nicht dazu befähigt werden, weil sie strukturell nicht die Bedingungen haben, um eine solche Entscheidung zu treffen oder weil sie nicht motiviert werden. Oder in dem zweiten Fall, weil sie nicht die Stimme haben, um ihre Interessen deutlich machen zu können. Und weil sie keinen Ausweg haben, um selbstbestimmt aus ungewollten Situationen raustreten zu können. Ja, also das sind eigentlich drei basale Rechte, die eigentlich Kindern zustehen sollten und wie uns die Geschichte, wie uns aber auch aktuelle Fälle lehren, haben sie diese eigentlich nicht. Und dies gilt auch für alle Organisationen der Erziehung und Bildung. Dazu gehören Kindertagesstätten, dazu gehören Internate etc. pp. Und man muss ergänzen, und da komme ich nachher noch zu, man muss auch ergänzen die Kinderkliniken und die Kinder- und Jugendpsychiatrien, weil in denen haben wir auch unsere Forschung gemacht. Insofern gehören die eigentlich auch dazu. Es gibt eine weitere Problemanzeige, nämlich, dass es keinen Organizational Turn, so würden wir das sagen, trotz der Kinderrechtsdebatte gegeben hat. Nämlich, dass in den letzten Jahren ja intensive Bemühungen gelaufen sind in der Kinder- und Jugendhilfe, in allen möglichen Bereichen der Erziehung und Bildung, die daraufhin gedeutet haben, dass die Rechte von Kindern gestärkt werden müssen. Wir haben aber den Eindruck, dass diese Rechte gegenwärtig selten an den Schutz höchstpersönlicher Rechte der Kinder und Jugendlichen in Organisationen heranreichen und dass vielmehr die Organisationen und die Professionellen momentan die höchstpersönlichen Rechte von Kindern und Jugendlichen selber definieren. Dafür hätte ich sehr viele Wege, ja, wo die Professionellen ja selber darüber entscheiden, ob beispielsweise das Handy behalten werden darf, ja, ob Ausgehzeiten, die Gruppenregeln, ja, also das sind Erwachsene, die dann meistens über die Kinder und Jugendlichen selber entscheiden. Das Recht auf einen sicheren Ort ist eigentlich auch ein basales Recht. Kinder und Jugendliche, Mädchen und Jungen haben eigentlich ein Menschenrecht
Und da komme ich wieder auf das, wie es angefangen hat, auf einen Ort, an dem Sie Entwicklungsaufgaben erfüllen lernen. Sie müssen individuelle Fähigkeiten entwickeln können, die Sie später in die Lage versetzen werden, möglichst autonom handeln zu können, ohne sich und andere Menschen zu gefährden. Das ist eigentlich ein Menschenrecht, von dem man ausgehen könnte. Wenn man sich aber die Realität anguckt, ja, also würde man das hier zumindest schon mal in Frage stellen können, was es anhand der Geschichte, ja, in den Institutionen zu sagen gibt. Und wir haben auch viele Belege, dass das im Augenblick auch nicht unbedingt der Fall ist. Mädchen und Jungen haben einen Anspruch darauf, in Organisation der Erziehung und Bildung Schutz und Sicherheit als ein soziales Klima vorzufinden, das sie spürbar, das für sie spürbar und erlebbar ist. Das ist auch nochmal was anderes, ob es für sie erlebbar und spürbar ist, weil es können ja Institutionen alle möglichen Maßnahmen implementieren und sich Gedanken machen von oben runter, die aber für die Kinder und Jugendlichen gar nicht wahrgenommen werden. Das ist auch eine Erkenntnis aus vielen Gruppendiskussionen, die wir gemacht haben, dass das Thema bei den Kindern überhaupt nicht angekommen ist, sondern dass dieses Thema des Schutzes und der Sicherheit eigentlich unter den Erwachsenen verhandelt wurde, aber die Kinder in keiner Weise integriert wurden in diese Überlegungen. Wir benötigen eine Regulation von Machtasymmetrien in Institutionen, weil die Organisation stärker ist als die Rechte ihrer Mitglieder. Das ist eine Erkenntnis, ja, die uns eigentlich dazu verleiten muss, zu sagen, Kinder müssen umso mehr, ja, also Rechte zugestanden kriegen, weil sie eigentlich gegen die Institution eigentlich schon strukturell nie ankommen können, weil eine Organisation stets viel, viel übermächtiger ist als jedes einzelne Mitglied in der Organisation. Und das andere ist, weil in allen Organisationen ein Fehlerrisiko aufgrund von Personen und Praktiken besteht. Das heißt, jede Organisation hat ein hohes Risiko und das ist unabhängig, ja, von der Form der Organisation. Das kann eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, das kann eine Schule, das kann eine Kita etc. sein. Ja, das können also alle möglichen Institutionen sein. Die angesichts dieser ganzen Problemanzeigen, ja, brauchen wir eine grundlegende Veränderung in Institutionen. Und wir sagen deshalb, wir brauchen dringend Gefährdungsanalysen in den Institutionen, aber auch Schutzkonzepte, die das Ziel haben, die Kultur, ja, in Organisationen zu verändern und zu einer größeren Achtsamkeit in der Institution beitragen zu können, sodass, ja, also das, was ich eben gerade gesagt habe, von Choice, Voice und Exit, dass also Unrecht über Unrecht geredet wird, ja, zukünftig. Wir reden jetzt über, ja, lange Jahre der Auseinandersetzung mit Altfällen und jetzt könnte man ja eigentlich auch erwarten, ja, dass sich das in der Praxis jetzt mal niederschlägt und man sagt, die Institutionen haben was draus gelernt. Also das heißt, wir brauchen, ja, also auch Institutionen und Fachkräfte, die in den Institutionen Gefährdungen besser erkennen, die den Kindern besser zuhören und gemeinsam, wenn Fälle oder Verdachtsfälle aufkommen, dann auch konsequent handeln. Wir verstehen Schutzkonzepte und Gefährdungsanalysen als Prozesse, die vor Ort stattfinden müssen. Das heißt, jede Institution muss eigentlich vor Ort Schutz und Sicherheit selber herstellen. Das kann nicht verordnet werden durch irgendwelche Standards, wo man sagt, das und das und das und das hast du zu tun. Ja, und dann haben wir hier eine Verbesserung, sondern wir verstehen Schutzkonzepte, ja, also als einen Kreislauf, der mit einer Analyse der Institution und den Tätigkeiten, den Zielgruppen und den Risiken, die dadurch erwachsen, damit beginnen muss. Dann müssen sich spezifische Präventionsmaßnahmen dem anschließen. Das ist für jede Institution anders. Ja, da wird ein Verhaltenskodex in der einen Institution anders aussehen, als er in der anderen aussieht. Da wird eine Ombudsstelle oder eine Beschwerdestelle in der einen Einrichtung anders aussehen als in der anderen. Ja, da wird beispielsweise, da wird ein Kinderrechtekatalog in der einen Institution
Situation anders aussehen als in der anderen. Daraus abzuleiten, ja, für jede Institution spezifisch auch Interventionsformen, das kann auch nicht von oben top-down implementiert werden, sondern das muss eine Institution für sich erkennen. Und Aufarbeitung, und da müsste man noch ergänzen, Rehabilitierung, also wenn in einer Institution ein Fall stattgefunden hat, dann muss er aufgearbeitet werden, es muss geguckt werden, wo war der Fehler und was hat dieser Fehler dann für die weitere Analyse, für eine Bedeutung, ja, und was heißt das dann für die nächsten Präventionsmaßnahmen, die möglicherweise dann nachgebessert werden müssen oder neue Präventionsmaßnahmen überlegt werden müssen. Das würde auch darauf abzielen, dass ein solcher Prozess in den Institutionen selber, ja, im Prinzip eigentlich auch nie, ja, abgeschlossen ist, sondern dass es ein ongoing Prozess ist, ja, also den die Personen miteinander durchmachen müssen. Wir gehen davon aus, ja, also dass der Seismograph für Schutz und Sicherheit, ja, also dass er sich entscheidet, ja, also in der pädagogischen Beziehung. Das heißt, ich kann alle möglichen Strukturen, ich kann alles Mögliche vorhalten, ich kann auch einen Verhaltenskodex, ich kann eine Beschwerdestelle, ich kann einen Kinderrechtekatalog, ich kann irgendein Informationsmaterial mit Anlaufstellen für Kinder verteilen. Aber ja, man muss sehen, dass sich in der pädagogischen Beziehung, ja, der Professionellen und der Kinder und Jugendlichen daran, dass sie festmachen. Ja, es muss sich auch daran festmachen, wie die Rechte der Mädchen und Jungen gerade in Krisensituationen gewahrt werden. Das heißt also, ja, das ist sozusagen die Prüfsituation. Wenn in Krisensituationen existieren, dann muss Schutz und Sicherheit umso mehr gewahrt werden. Im Rahmen von Gefährdungsanalysen geht es darum, grundsätzlich um die Frage, in welchen Alltagssituationen nutze ich möglicherweise meine Machtquellen gegenüber Mädchen und Jungen oder aber auch gegenüber Kollegen und Kolleginnen aus. Das heißt, ich muss konkret benennen, ja, können, welche Situationen das eigentlich sind und wo denn meine Machtquellen potenziell bestehen können. Was in unserer Arbeit sich gemacht hat, ist jetzt eigentlich mittlerweile eine Definition, was Gefährdungsanalysen auch sind und wobei sie helfen. Ja, es geht darum, Gelegenheitsstrukturen für möglichen Machtmissbrauch gegenüber anderen besser benennen zu können. Das heißt also, Kinder können es besser benennen, aber auch Erwachsene müssen es besser benennen können. Alltägliche Schlüsselsituationen, die als Gefahrenmomente für Machtmissbrauch, Übergriffe bzw. grenzverletzende Verhaltensweisen eingestuft werden müssen, müssen besser identifiziert werden. Ja, und da sind Kinder, Jugendliche, Professionelle, aber auch ihre Eltern gleichermaßen gefragt. Das heißt, die Institution muss kompetenter in dieser Hinsicht werden. Und wir brauchen einrichtungsspezifische Präventions- und Interventionsmaßnahmen, die die Institution dann auch implementieren muss. Denn das Vorhalten solcher Maßnahmen ist das eine, die Implementierung, eine dauerhafte, eine nachhaltige Implementierung ist nochmal was anderes. So würden wir sagen, dass Schutzkonzepte, ja, begründete organisationsspezifische Maßnahmen der Prävention, Intervention und Aufarbeitung sind, von denen man sich mehr Schutz für Kinder und Jugendliche erhofft. Also das sind keine Ordnungen, ja, die man von oben runter gibt oder die auch nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, sondern es sind andauernde und kontinuierliche Reflexionsprozesse in Organisationen zur Sicherstellung der höchstpersönlichen Rechte von Mädchen und Jungen. Ja, es sind nachhaltige organisationale und, das ist uns sehr wichtig, partizipative Lernprozesse zur Schaffung von sicheren Orten und zur Steigerung der Achtsamkeit in Organisationen. Das heißt, es geht um organisationales Lernen und es geht um nachhaltige und partizipative, an denen auch Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, aber auch
mitunter ja, möglicherweise ehemalige, die in der Institution selber untergebracht waren, partizipieren sollten, weil sie die Institution sehr genau kennen. Schutzkonzepte verstehen wir darum als fortdauernde partizipative Rechte. Es sind also Motoren für mehr Aufmerksamkeit und auch Fehlerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Kommunikation und Reflexion in der Organisation über unsichere Situationen. Das heißt, die Schutzkonzepte sind also nicht lag vor lag, sondern sie sollen dem dienen, ja, dass sie also Fehler auch, ja, eine Fehlerfreundlichkeit existiert, weil, ich habe es vorhin gesagt, in allen Institutionen Fehler entstehen können, aber es geht darum, dass die Kommunikation darunter mitunter ausgeblieben ist. Einige Punkte aus unserem Projekt Schutzkonzepte aus der Sicht von Jugendlichen und Betreuungspersonen, was in diesem Sommer fertig geworden ist, da habe ich nur einige Punkte, ganz kurz, die ich Ihnen sagen möchte. Wir haben da eine Online-Befragung von Jugendlichen gemacht mit ungefähr 300 Jugendlichen und wir haben Gruppendiskussionen gemacht, insgesamt 30 Gruppendiskussionen. Hier sehen Sie, wie viele daran beteiligt waren. Einige zentrale Ergebnisse zu den Hürden bei der Implementierung von Schutzkonzepten in stationären Settings. Und das ist eigentlich das, was uns auf die Palme bringen müsste, ja, also angesichts der ganzen, des ganzen Tages auch, ja, wo wir uns eigentlich hauptsächlich über alle Fälle auseinandergesetzt haben. Wir haben gefunden, dass es eigentlich eher um eine Pro-Forma-Umsetzung von Einzelmaßnahmen und um viel Unwissenheit sowie Ratlosigkeit über den Nutzen gibt. Ja, also die Mitarbeiter wissen eigentlich nicht so genau, was die einzelne Maßnahme soll. Die Kinder und Jugendlichen wissen es eigentlich umso weniger. Es geht um eine oberflächliche Erarbeitung und Umsetzung von einzelnen Schutzmaßnahmen. Ja, da werden einzelne Maßnahmen, ja, also das, ja, also ein Ausspruch, den es bei uns, der dann quasi immer so ein bisschen dafür hergehalten hat, ist, man hat also Kinder informiert, hat da also was an die Pinnwand gehängt, aber mit den Kindern nicht darüber geredet, ja, was das eigentlich soll. Ja, also das sind Ansprechpartner, was ist deren Funktion, warum, wieso, weshalb, soll ich mich eigentlich an den wenden, was ist denn überhaupt eine Beschwerdesituation, wann kann denn überhaupt ein Beschwerdefall eintreten, was könnte denn ein Mitarbeiter mir als Kind gegenüber tun, wo ich mich, ja, also drüber aufregen könnte oder wo ich sagen könnte, halt, stopp, das darfst du eigentlich nicht. Ja, also wir haben ja so Compliance-Probleme auf Seiten der Betreuungspersonen bei der Umsetzung bestehender Schutzmaßnahmen gefunden. Also da haben Schutzmaßnahmen bestanden, sie wurden aber nicht umgesetzt. Eine erlebte mangelnde Methodenkompetenz bei der Realisierung von Präventionsmaßnahmen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fühlen sich nicht imstande, selber solche Maßnahmen zu entwickeln in den Einrichtungen, weil ihnen einfach dazu das Know-how fehlt. Und die Schutzkonzepte werden eher als Ordner verstanden. Ja, wir haben das als Ordner abgeheftet, haben das in unser, ja, in unser Bücherschrank hingestellt und weniger jetzt als eine gelebte Praxis in der professionellen Beziehungsarbeit. Andere Studien haben das auch in ähnlicher Weise gesehen, diese technokratische Herangehensweise hier, zwei Kollegen, die zitiere ich hier diese technokratische, die sprechen von einer technokratischen Herangehensweise der Implementierung von Schutzkonzepten, verstärken die Vorstellung, ein Schutzklima sei durch technische Maßnahmen, zum Beispiel ein stabiles Regelwerk, Diagnosetools etc. herzustellen. Von diesem kontrollierten Ansatz sollte in Bezug auf Schutzkonzepte Abstand genommen werden. Ja, also das sagt viel aus. Leitungs- und Fachkräfte, Eltern sowie Kinder und Jugendliche müssen darin unterstützt werden, zu verinnerlichen, dass Schutzkonzepte einer stetigen Aktualisierung und Thematisierung bedürfen. Das heißt also, die Kommunikation darüber, ja, also was in Institutionen wesentlich ist, ist zwingend erforderlich. Ich komme zum Schluss, die Herausforderungen aus meiner Perspektive.
Organisationen müssen einen Rahmen schaffen zur Weiterentwicklung von organisationalen Haltungen und Praktiken. Ja, also es hat viel mit der Haltung von Personen in Organisationen und den Organisationen selber zu tun. Organisationen müssen wissen, dass und wie sie Schutz und Sicherheit in lernenden Organisationen besser herstellen können. Ja, also weil Schutz und Sicherheit entstehen nicht durch Maßnahmen, sondern sie müssen ja, also mit Leben gefüllt werden und müssen umgesetzt werden in ja, den Interaktionen der Menschen untereinander und sie müssen auch gemeinsam entwickelt werden. Schutzkonzepte sollten bedarfsgerecht und beteiligungsorientiert implementiert werden, Fachkräfte, Mädchen, Jungen, Eltern, dafür benötigen die Einrichtungen Wissen und Können und mitunter benötigen sie dafür auch Geld. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, weil wir haben gesehen, Schutzregeln und ähnliche Sachen, interne Kontrollen, das reicht alles nicht, das funktioniert nicht. Wir brauchen unabhängige internationale Kontrollen in bestimmten Situationen, die von regionalen Machtverteilungen und Strukturen unabhängig sind. Brauchen wir auch. Also ich würde ihn beipflichten. Ja, also Kontrolle, ja, das ist der eine Punkt. Aber ich eher dafür aus, dass die Institutionen und die
ja, und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber, ja, sozusagen, ja, selber aus, ja, sagen wir mal, intrinsischer Motivation, selber Schutz herstellen wollen müssen. Ja. Ich hoffe, Sie haben auch das sollte sich ergänzen. Ja, wenn man sich nicht ganz warten lassen kann, ich glaube, beides sollte sich ergänzen. Ja. Jetzt machen wir ganz kurz noch eine Frage, aber bitte, nein, die Dame war zuerst. Ich denke, Sie haben völlig recht, wenn Sie eine lernende Organisation wünschen und wollen und fördern und eigentlich auch alle einbeziehen, alle Akteure einbeziehen. Problematisch aus meiner Sicht ist allerdings, dass Sie nicht fordern, dass es hier auch tatsächlich gesetzliche Richtlinien gibt, nach denen agiert wird. Ich denke, dass was Sie hier fordern, ist absolut super und wunderbar und wird sicher zielführend sein. Ich glaube, mir fehlt aber die gesetzliche Verankerung, weil ein Gesetz einerseits die Möglichkeit gibt, dass von außen auch durchaus auch Experten beigezogen werden können, um zu schauen, funktioniert das überhaupt, wird das überhaupt so gemacht. Und auf der anderen Seite, ein Gesetz gibt den Betroffenen auch die Möglichkeit, eine Klage einzureichen, zu sagen, dass dieser Schutz wurde hier vernachlässigt. Und genau das haben wir jetzt hier ja auch das Problem und es wurde auch schon darauf angesprochen. Also ich denke, das wäre für mich eigentlich noch spannend, diese Thematik weiter zu verfolgen, inwieweit doch auch gesetzliche Richtlinien notwendig sind oder auch nicht notwendig sind. Auch im Zusammenhang damit, dass Sie sagen, wir brauchen die interne Organisation. Nur kurz ein Kommentar dazu. In Deutschland haben wir gesetzliche Grundlagen dafür. Ja, wir haben mit der neuen Novellierung des Bundeskinderschutzgesetzes dafür eine Grundlage geschaffen. Einrichtungen müssen Beschwerdestellen einrichten. Sie müssen Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Sie müssen Schutzkonzepte vorhalten, die in Institutionen implementiert werden. Fakt ist, sie werden nicht implementiert. Ja, und das ist der Punkt. Gesetz. Ja, das muss da rein, um auch Ansprüche geltend zu machen. Nur wenn Leute die gesetzlichen Grundlagen haben, aber sie haben gar nicht die, sehen gar nicht ein, was es für ein Benefit für ihre Institution hat. Ja, und auch im faktischen, was ist ihrem faktischen Selbstverständnis, eigentlich entsprechen müsste, Schutz und Sicherheit für Kinder und Jugendlichen herzustellen. Ja, um sich nicht nur aufs Gesetz zu rufen. Ja, sondern dass es eigentlich eine ethische und auch eine berufsethische Frage ist, also die man dann in der Institution auch machen will von sich aus und nicht nur, weil es das Gesetz vorschreibt. Da sind wir bei. Und das ist die große Krux. Ich muss jetzt bitte entschuldigen, wir haben eben den Raum, der Raum muss auch noch abgesperrt so weiter werden. Wir haben wirklich ein Zeitlimit. Ich sammle alle Meldungen, die noch da sind. Bitte schicken Sie mir das per E-Mail. Ich habe jetzt noch zwei Mini-Meldungen, das muss aber jeweils 30 Sekunden sein. Bitte? Ich wusste nur eine kleine laienhafte Sache, 30 Sekunden, eigentlich zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, es lag eher, dass die Institutionalisierung zu weit fortgeschritten ist und dass die Gesellschaft von ihrer alten Familienstruktur zu sehr fragmentiert und in ein staatliches, verrechtliches und auch verwirtschaftliches Konzept gegangen ist. Und jetzt sind die Institutionen so ambitioniert, wie ihre Vortrag war, eigentlich überfordert. Weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass je größer eine Institution ist, desto mehr hat sie ein Eigenleben und desto mehr sind die Leute nicht intrinsisch interessiert oder sie können gar nicht intrinsisch arbeiten. Sondern es müsste eine alte Dorffamilienstruktur sozusagen wie das, also ich glaube, das ist jetzt so eine Idee, wo eine normale Familienstruktur, dann kann es schon noch Institutionen geben und die sollte nicht so groß sein. Okay, danke. Gut, das war ein guter Punkt. Bitte, noch ein letztes. Das passt jetzt zufällig ganz gut. Der Trends und Forderungen, dass man verstärkt auf Pflegefamilien auch im deutschsprachigen Raum setzen sollte und nämlich auch professionelle, also zumindest Mutter, Pflegemutter oder Vater dann auch eine sozialpädagogische Ausbildung haben, anstatt Wohngemeinschaften. Ebenfalls anstatt einen, würden Sie das unterstützen und würde das, damit das sich weniger auch geladen werden? Nur den einen Satz dazu, also Pflegefamilien gelten nicht als größere
ja, Orte des Schutzes und der Sicherheit für Kinder. Da fängt gerade das mit Forschung an. Ja, wir müssen eigentlich vom Gegenteil ausgehen, weil Kinder mitunter in diesen Settings viel, viel, viel anonymer, viel, viel unkontrollierter untergebracht sind, als sie das in Institutionen sind. Gut, ja, dann vielen Dank. Ich glaube, im Namen von Thomas Schlauffer, den ich dann gerne auch nochmal übergebe, möchte ich mich auch besonders bei der Kongressorganisation bei Frau Arnold in ihrem Team bedanken und bei unserer Technikorganisation, die das wieder ganz wunderbar organisiert haben. Und übergebe abschließend nochmal an den Thomas Schlauffer. Ja. Sie sagen bitte noch Ihre E-Mail-Adresse, wo wir uns nicht. Ja, über die Mail und die Standardadresse thomas.wenzel. Ja, das ist so. Immer die MedUni-Adresse, die kann man auf der Website finden. MedUni Wien in einem Wort.ac.at. Funktioniert. Willkommen. Ja.